Es geht weiter. Auf der Suche nach den richtigen Zutaten für das perfekte Boxrezept. Let's go mit dem Training. Jeden Tag kranke Scheiße. Dieses Training war krank. Ich habe so eine kassiert. Das war wirklich so, als hätte sich mein ganzer Kopf gedreht. Als würde dieses ganze Bild so... Aber ja, damit musst du irgendwie umgehen, dass es auch mal scheppern kann. Schlechtes immer. Links, rechts, linker Kopf haben, rechte gerade. Mehr schwitzen geht einfach nicht. Bis morgen. Bis morgen. Riecht traurig. Und die erste rechte, die muss schon knallen, die muss schon lang machen. Wenn du hier bist, im Endfall, da machst du so einen ganz kurzen. Wenn du aber weiter weg stehst, dann noch so ein bisschen von außen. Jetzt den Winkel im Ellenbogen ein bisschen größer machen, dass du trotzdem nach vorne stehst. Step, steh. Ja! Heute haben wir einfach einen ganzen Trainingstag mit rechts gemacht. Ich habe mir den Daumen kaputt gemacht. Ich frage mich, wie schnell das weggeht. Das passiert oft beim Boxen, die Fäuste werden benutzt, Hände werden benutzt. Falschen Schlag getroffen, 3-4 Tage und dann sollte das wieder gut sein. Es waren eher so 3-4 Wochen. Aber es war geil. Voll Fokus auf rechts. Ich stell mir gerade vor, so im Kampf, so, ich verliere meinen Finger, ich so, fuck, ich habe nur eine Hand. So, ultimative Abwehr. Bam, bam, bam. Ey, zu viele Animes geguckt. Freddy. Jawohl. Wollen wir uns mal meinen Gegner anschauen? Super gerne, auf jeden Fall. Mein Gegner ist... Jonas Ems. Okay, okay. So sieht er aus. Okay. Wir haben uns ihn schon angeguckt, natürlich, wir wissen das ja was länger. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz interessant, nochmal so deine Einschätzung hier für die Zuschauer einzuholen. Also, was ich weiß, ist, dass er 1 Zentimeter größer ist als ich, aber, glaube ich, 10 Kilo weniger wiegt. Nichtsdestotrotz sehen wir, er ist schon der sportlichere Typ. Ja, das auf jeden Fall. Der scheint auf jeden Fall schon länger Sport zu machen als du. Körper ist sehr durchtrainiert. Von daher wird sein Fitnesslevel auf jeden Fall schon recht hoch sein. Was aber, muss man auch sagen, erstmal nicht wirklich was zum Boxen zu sagen hat. Also fit sein, ja klar, gibt dir natürlich einen Vorteil bei der Kondition, bei der Kraft. Aber rein fürs Boxen, das hat auch ganz viel so mit der Psyche zu tun. Wir haben jetzt festgestellt, okay, er ist vielleicht vom Körper her was fitter. Ja. Was aber erstmal so, finde ich, nicht so viel zu sagen hat. Okay, okay. 10 Kilo, aber das ist schon ein Vorteil beim Boxen. Also 10 Kilo leichter, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für dich. Ja. Kann man auf jeden Fall sagen. Okay, ich verstehe. Boah, ich bin so gespannt. Ich bin auch gespannt, wie Jonas sich vorbereitet. Da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall mal ab und zu mal gucken. Ich kann es gar nicht einschätzen. Bin auch interessant, irgendwie was von ihm beim Boxen zu sehen, dass man voll, so eine gewisse Einschätzung hat, absolut, ob er da irgendwie Feeling für hat oder nicht. Das Allerwichtigste auf jeden Fall, ich freue mich mega auf einen richtig fairen Kampf. Also ganz viel Liebe an Jonas und auf dass wir einen legendären Abend haben werden. Ja, Mann, finde ich auch gut. Also finde ich wichtig, so Fairness und so. Absolut. Gehört zum Sport dazu, muss auch so sein. Ist mir persönlich bei meinen Kämpfen auch immer sehr wichtig, dass man fair zueinander ist. Es ist nur ein Sport und deine Aufgabe ist es, dich fit zu machen. Ja, ich glaube, wir können beide auf dieser Reise eigentlich nur gewinnen. Gehe ich auch von aus. Ja, auf jeden Fall. Okay, weiter geht's, ey. Wie auch immer das passieren konnte, Flying Uwe hatte angerufen. Es hat sich eine richtig coole Chance ergeben. Ey, krass, ich telefoniere jetzt einfach mit Flying Uwe. Den habe ich einfach mit 14 von zu Hause aus schon geguckt und jetzt rufe ich den einfach an. Hallo, hier ist die Mobilbox von... Okay, vielleicht telefonieren wir später. Okay, Uwe hat zurückgerufen. Moin, moin. Moin, moin. Was geht? Was geht, da hört man sich.
Das erste Mal. Ja, ne, krass. Ich hab dich immer, also als mir Pascal gesagt hat, hier Crispy Rob, da hab ich mal gehört und dann hab ich mir kurz sein Gesicht angeguckt. Ja, den hab ich auch schon mal irgendwo gesehen. Aber ja, wir sind uns, glaube ich, auf diesem Event in Hamburg mal begegnet. Abgesehen davon habe ich mir mit 14 von dir Videos angeguckt, wie man Kicks lernt im Kinderzimmer. Fan von Tag 1, Mann. Oh, sehr geil. Danke dir, Mann. Bitte. 29, also. 29, guck mal, ich bin jetzt 35, ey. Die Zeit rennt so schnell. Unglaublich. Ich drehe halt gerade eine Doku. Das war quasi vor 60 Tagen und seitdem habe ich quasi jetzt 5-mal die Woche Training und bin halt voll dabei, von null auf Boxen zu lernen. Und jetzt hatte Mike, hier mein Mitarbeiter, irgendwie Kontakt zu einem deiner Leute und meinte, hey, Uwe hätte irgendwie Bock und gegen Uwe mal eine Runde Sparring wäre ja Dream so. Wir haben ja irgendwie schon Freitag irgendwie festgelegt gehabt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch steht. Genau, Freitag habe ich da eigentlich. Ja, genau. Let's go for it. Und hast du mal so harte Sparring gemacht? Ja, ich glaube, letzte Woche wurde ich emotional gebrochen. Das war mein erstes Mal ernst, richtig harte Sparring. Das sind nicht nur Schläge, sondern, Alter, alles an Last wurde mir auch emotional genommen. Also ist ein verrückter Sport, ey. Verrückter Sport. Mach ich auch ganz entspannt, ne? Ja, dann freue ich mich auf Freitag. Auf ein geiles Training. Boah, ich bin so gespannt. Also so, wirklich, no joke, fast ein kleiner Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Ne? Ja, sehr cool. Da fühle ich mich natürlich so geehrt auf. Auf die Fresse von Uwe zu bekommen. Mega. Ja, das soll so ein geiles, lehrreiches und vor allem aber kontrolliertes Sparring werden. Oh ja. Du? Ey, da bin ich wirklich gespannt. Alles klar, mein Lieber. Ich freue mich sehr. Alles klar. Bis Freitag. Mach's gut. Das wird so krass. Aber ich bin ready. Ich habe heute Sparringtraining. Das heißt, ich kann mich so ein bisschen vorbereiten. Nochmal echt so ein bisschen üben. Und dann Freitag. Boah, let's go, Mann. Ein Training mit Flying Uwe. Hammer. Richtig geile Nachricht. Zwei Monate Boxen und ich dachte, besser könnte es gar nicht werden. Aber es gibt leider auch noch schlechte Neuigkeiten. Ich habe gerade ein Video zu Ende gedreht und habe diese Nachricht bekommen. Hallo Rob, wie schon in der Mail angedeutet, haben wir leider echt noch einige Hürden, die wir versuchen zu lösen. Aber es kann leider noch sein, dass wir keinen Weg dafür finden und die Veranstaltung vielleicht verschieben müssen. Wir melden uns natürlich schnellstmöglich dazu. Ihr wisst gar nicht, unter was für einem Druck ich eigentlich tagtäglich lebe. Und wenn ich jetzt doch nicht mitmache, würde ich nicht sagen, dass es alles umsonst war, aber es ist auf jeden Fall trotzdem mal ein bisschen traurig. Voll traurig. Übelst, Mann. Ich hoffe, das klappt. Oder wenn verschoben, dann nicht so weit nach hinten. Ich kann das nicht noch länger. Das ist krass. Es ist ja selbst für mich die sportlichste Zeit meines Lebens. Ja. Das ganze Team wurde angesteckt, wirklich. Mike, wie viel Kilo hast du verloren? 11 Kilo! Das ist so krass! Was geht? Moin, moin! Rob, freut mich. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch. Oh. Bist du bereit? Oh, hast du hier schon Schuhe an, oder ready. Was? 2 Monate, 5-mal die Woche jetzt. Ja, krass. Aber wie ist das für dich? Bist du so ausgelaucht, oder? Es ist verrückt, aber obwohl es mehr Sport als jemals ist, habe ich auch mehr Energie als jemals. Okay, also, das ist schon mal geil. Das ist krass. Mein Daumen tut weh. Und die kleinen Finger. Also, wenn ich hier drauf drücke, tut's weh. Aber das ist normal, wenn du jeden Tag Belastung auf die Finger hast. Also, jetzt. Aber wie schlägst du mit? Was triffst du da? Ja, eigentlich sollte ich hier mit treffen. Ja, ja. Aber klappt ja nicht immer. Ah, okay, ich verstehe. Krass. Okay. Also sagst du so, bis jetzt macht dich das eher fitter, als dass du sagst, so komplett anstrengend alles. Natürlich. Du merkst jeden Tag, wie viel mehr Luft du einfach hast. Mhm. So auch Runde für Runde. Okay, das Ding ist aber auch, nur dass du Bescheid weißt, so, wenn eine richtige Vorbereitung für einen Kampf, die sorgt denn dafür, dass wirklich der Punkt dann kommt, aber es ist auch normal und das ist auch gut so, weil so merkst halt, also dass du wirklich sehr hart dabei bist. In der Kampfvorbereitung wird es irgendwann so sein, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Glaube ich. Und dann schleppst du dich wirklich nur noch ins Training hin. Ja. So. Aber das ist wichtig, dass dieser Moment kommt, weil das ist dann dieses hohe Niveau, was Vorbereitung, was Kampf betrifft, klar, weißt du so? Klar, klar. Aber solange, wenn du jetzt schon jeden Tag trainierst und du sagst, boah, geiles Feeling, das ist top. Let's go. Ich bin gespannt. Komm, wir gehen. Komm. Also, Aufwärmtraining. Also, du machst jetzt einfach mal so ein... Machen wir das klassische Aufwärmtraining? Ja, wir machen einfach klassisches Warm-up.
Das ist das klassisch, entweder das ist Ironie oder was? Nee, das ist so unser Klassisches, ja, was wir immer machen. Okay. Ja, das weil wir so ein bisschen Beweglichkeit mit eingebaut haben. Mhm. Weil das war eben nicht schadet, wenn er ein bisschen beweglicher, ja, wird. Und dann machen wir ein bisschen Schattenboxen, sonst auch, und dann kann man direkt in den Ring. Okay, cool. Ja. Geil, let's go. Ich bin gespannt. Okay. Also das Motto ist eigentlich, allgemein kannst du vielleicht auch so merken, schlägt da eine hart, schlägt ein Level. Okay, was ich meine? Ich verstehe. Und dann baut es aufeinander auf und dann findet man ein Level so und dann, mhm, ist es okay. Okay. Okay, fertig machen. Mhm. Und los geht's. Das, was man direkt am Anfang sieht, ist, glaube ich, direkt der Respekt vor Uwe. Die ersten Schritte, die du machst, sind zurück und so eine voll kleine passive Haltung, das sieht man direkt. Und die ersten Schläge, genau das gleiche Ding, da fehlt halt so, der Körper macht den ganzen Schlag mit Hüfte eindrehen und du musst eigentlich versuchen, den Gegner mit dem Schlag wirklich zu treffen. Auch hier, du bekommst einen Schlag ab und ohne dass du was machst, ohne den dafür zu bestrafen, da fehlt halt direkt das aggressive Kontern. Die erste Runde lief auf jeden Fall bescheiden. Man merkt, dass ich sehr stark mit der Angst, geschlagen zu werden, zu kämpfen habe. Lass dich auch so ein, zwei Mal spüren. Los geht's. Zweite Runde, du bist getroffen worden. Blick nach links, Blick nach rechts. Das sind Dinge, daran müssen wir hart arbeiten, dass du deinen Fokus nicht verlierst und den Schlag direkt kontern und vor allem nicht den Blickkontakt zum Gegner verlierst. So, dann bleib groß und dann geh raus, schlag nicht mit, geh einfach raus. Das, was der Uwe viel macht, ist so diese ganze Körperarbeit, meiden, abtauchen. Der bewegt sich immer viel mit seinem Körper und das verunsichert dich. Da muss man auch immer seine Linie fahren und darf sich nicht irgendwie aus dem Konzept bringen lassen, nur weil der Gegner sich viel bewegt. In der zweiten Runde habe ich versucht, die Ringmitte für mich zu behalten. Meine Schläge kamen weiterhin nicht wirklich durch. Es ist einfach unglaublich, wie locker er im Boxring tanzt und deswegen meine langsamen Schläge auch einfach nicht ankommen. Und die Rechte, damit schon wieder. Das ist für die Zukunft auch extrem wichtig. Du musst darauf hören, was der Trainer sagt und versuchen, das direkt umzusetzen. Also man hört es auch, ich sage, nimm den Schlag und setz den Konter. Das passiert nicht, aber dafür danach auch mal versucht mit der Kombination anzugreifen. Auf jeden Fall wieder eine Verbesserung. Wieder die linke Arbeit. Da hast du auf mich gehört. Ich habe gesagt, raus aus der Ecke gehen, weil du stehst fest. Bist schön rausgegangen und hast dann wieder versucht anzugreifen. So soll es sein. Eins und noch. Die dritte Runde wurde auf jeden Fall deutlich aktiver. Meine Jabs haben das erste Mal auch getroffen, aber Uwes Jabs auch. Kinderstraum. Uwe auf die Presse. Nichtsdestotrotz war das ein geiler Schlagabtausch und ich habe versucht weiterzumachen. Wollt ihr noch Runde? Ja, wir haben mal so zwei oder so. Eine letzte. Und
jetzt mal, mach dein Ding, was ich gerade gesagt habe. Explodier mal. Gut. Schlag zurück, bleib los, schlag zurück und beweg dich dabei. Jetzt gerade, du bist reingegangen, hast ein-, zweimal leicht den Kopf getroffen, du wusstest, okay, jetzt kommt der Konter, bist einen Schritt nach hinten rausgegangen, hast ihn ins Leere schlagen lassen und hast dann direkt wieder nachgesetzt. Taktisch das perfekte Bild, Angriff, rausgehen, Angriff, rausgehen. Da musst du direkt Konter, du spürst den Schlag, schlag noch. 30 Sekunden noch. Acker das jetzt durch. Acker das durch. Geh nicht mehr zurück. Geh du nach vorne. Geh nach vorne. Egal. Drück und halte und mitmachen. Komm. Und konditionell hast du richtig, richtig ackern müssen. Dementsprechend war am Ende die Technik auch nicht mehr sauber. Nicht vergleichbar mit einer Trainingssituation. Aber hast auch in der letzten Runde versucht, ordentlich zu kämpfen. So soll es sein. Es gibt viele Dinge, an denen du arbeiten musst. Das ist okay, dafür bin ich da, dafür arbeiten wir zusammen. Das wird auf jeden Fall besser. Also sehr gut, immer weiter so. Tausend Dank für diese unglaubliche Erfahrung. Ja, danke dir. Es hat so Spaß gemacht. Wie habe ich mich so verhalten? Ja, die erste Runde war sehr verhalten, ja. Aber mir war knapp schon fast eigentlich klar, dass du kaum was machen wirst, weil du so halt denkst, so, fuck, was geht dir ab so? Ich muss mich da voll rantasten. Ich bin nicht der Typ, der anfängt, leider. Mhm. So, das muss ich mir abgewöhnen. Ich meine, du schlägst halt jemanden. Das stimmt. So, und einer muss beim Sparring anfangen zu schlagen. Und ja. Du kannst aber auch nicht immer der sein, der erst danach schlägt, wenn der andere zuerst angefangen hat. Sondern stimmt. Du musst auch diese Hemmschwelle überwinden, so, okay, ich heute nehme ich mir beim Sparring vor, egal mit wem ich heute Sparring mache, ich knall ihn zuerst eine rein auf kontrollieren. Auch wenn es so kurz ist, aber dass du selber für dich einfach mal so diese Hemmschwelle dann überwindest, so, ich habe angefangen, buff. Okay. Aber du hast dich gut geschlagen. Wie war dann für dich, weil ich habe dir ja mal extra auch mal ein bisschen eine reingegeben, ja. So, also ich hab gemerkt, so, wenn ich Jab zum Bauch mache, ist bei dir alles irgendwie unten so. Dann habe ich gedacht, okay, einmal unten antäuschen und einmal so, papp. In der letzten Runde habe ich den saftigsten kassiert. Ja, genau. Der kam hier ans Ohr. Aber wie war das für dich so? Oh, also. Jetzt gerade war wirklich so keine Zeit fürs Schwachsein. Genau. Es war direkt so, ey, Waage, let's go, alles muss wieder gerade sein und funktionieren. Genau. Und irgendwann wird es halt so sein, du kassierst so ein Ding und dein Kopf dreht sich sogar, aber dann kommst du wieder zurück und tust halt für nichts. Das ist die Kunst dabei so. Dankeschön. Also hast du dich heute gut weiterentwickelt. Es hat so Spaß gemacht, unglaublich, voll. Sehr cool. Die zweite Zutat für mein perfektes Boxrezept ist, auf jeden Fall besiege die Angst vor Schmerzen. Denn diese Angst lässt dich alles vergessen, was du gelernt hast. Sie macht dich schwach, sie macht dich müde, sie macht dich unkonzentriert. Und wenn man es schafft, die zu überwinden, dann kann man ganz anders im Ring glänzen. Umso mehr Angst du vor den Schlägen hast, umso mehr tun die Schläge auch weh. Wenn du aber die Angst verlierst und du stehst da, du weißt gleich, du bekommst eh einen Schlag ab, du kannst das nicht verhindern. Und du nimmst den Schlag, du hast deine Körperspannung, deine Körperhaltung, dann tut der Schlag auch nicht mehr weh. Wenn man die Angst davor verloren hat, dann tut es auch nicht mehr weh. Ganz einfaches Rezept. Keine Angst vor Schmerzen mehr. Versprochen. Daraufhin hat sich mein Trainer Freddy auch noch dafür entschieden, mit Uwe eine kleine Sparringrunde zu machen. Und es war für mich super interessant zu beobachten, wie er an diese Sache rangegangen ist. Ach ja, da war ja noch was. Die schlechten Neuigkeiten. Alles klar. Auf jeden Fall danke trotzdem, dass ich da. Danke, ciao. Was geht ab? Mit GD Mikes. Nein, was ist? Oh Mann. Ja. Ich glaube, das war's. Also. Ich habe gerade eben mit dem Veranstalter telefoniert und die werden es wahrscheinlich verschieben. Die werden es zu 70% wahrscheinlich verschieben. Okay. Das heißt, schon doch mal gute 4 bis 5 Monate später. Nein. Ja.
wir haben viel zu früh angefangen. Nein, so ist es nicht. Also ich bin schon happy, dass ich es durchgezogen habe. Aber es ist natürlich so, diese Nachricht zu bekommen, dass es irgendwie doch nicht stattfindet, obwohl ich so krass verankert schon da war und mein ganzes Leben sich drumherum gedreht hat, ist schon hart, ist schon hart. Ich habe noch mehr Zeit zum Vorbereiten. Das heißt, ich werde noch fitter, noch besser sein. Dieser geile Counter, den wir haben, der macht jetzt einfach keinen Sinn mehr. Wir können ihn nicht mal cool umstellen, weil wir gar nicht wissen, wann es jetzt ist. Für diesen Tag gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Der ist frisch angesprüht. Ich merk's. Scheiße. Ich werde den besten Kampf meines Lebens liefern. Da bin ich mir sicher. Ich muss mir die Hände waschen. Der Kampf wurde verschoben. Und was das mit mir gemacht hat, sehen wir dann in der nächsten Folge. Es geht weiter. Das war eine absolut geile Erfahrung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich voll überfordert bin mit der Situation. Es fehlte mir einfach an Disziplin. Und das wollte ich dieses Jahr ändern. Ich bin bereit, noch einmal richtig, richtig Gas zu geben. Und jetzt kommt die Hardcore-Phase.